Homer ist ganz nachdenklich und still, weil er jetzt mit Bart zusammen eine Torte machen will. Marge und Lisa sind ganz gespannt, was für eine Torte Homer da jetzt plant. Wenn man da mal nicht vergisst, dass Homer erst einmal die Nuss-Nougat-Creme da isst, will er nun aus den leckeren Sachen eine Kirsch-Vanille-Sahnetorte ohne Nougat-Creme halt machen. Homer es auch nicht bestreitet, schnell war ein Vanillepudding mit Sahnegeschmack zubereitet, den man auch gleich auf dem Tortenboden gießt, während Homer mit Bart die frischen Kirschen und die Nougat-Creme genießt. Homer ist ganz aufgeregt und hat ganz schnell die Torte mit Kirschen da belegt, die er dann noch ganz geschickt, ganz leicht in den Pudding drückt. Was Homer da nur hat, macht ihn doch die Nougat-Creme schon satt. Hat er doch ganz dreist das halbe Glas der Nougat-Creme verspeist. Wenn man dann die Sahne zubereitet in aller Ruhe, gibt man der Sahne noch Vanillezucker und Sahnefestheit zu. Homer hat sein Ziel erreicht, wenn er dann die geschlagene Sahne noch gleichmäßig auf den Kirschen glatt streicht. Man tut es dann auch nicht bereuen, tut man noch Schokoraspel auf die Sahne streuen. Bart tut Homer nun beneiden, darf doch Homer die Torte, wenn sie fertig ist, auch gleich anschneiden. Und Homer hat es sehr gut drauf und teilt die Torte in gleich große Stücke auf. Auch Marge und Lisa haben Glück und bekommen beide von der frischen Kirsch-Vanille-Sahnetorte ein großes Stück und sind vom Geschmack der Torte fasziniert, wenn Homer mit Bart so seine Tortenrezepte ausprobiert. Wie man schon vermuten tut, schmeckt die frische Kirsch-Vanille-Sahnetorte auch sehr gut. Ganz ungezwungen ist Homer mit Bart die Torte da gelungen. Wenn alle jetzt die Torte essen, sollte man da nicht vergessen, bedauert es halt Homer sehr, essen sie die Torte auf, hat er keine Torte mehr.